Unfassbare Bilder im Landkreis Hildesheim. Eigentlich ist der Borbach ein eher kleines Gewässer. Nach einem heftigen Gewitter mit massivem Starkregen ist aus dem Bach aber ein reißender Strom geworden. Der kleine Ort Sottrum südlich von Hannover sowie weitere Orte im Bereich Bad Salzdetfurt sind völlig abgesoffen. Ja, also sowas habe ich hier noch nicht erlebt, so wie die Anwohner auch. Als ich nach Hackenstedt kam, sind also schon Stützmauern eingestürzt gewesen. Die Hauptstraße war völlig überflutet. Das Wasser ist schon durch die Gärten und teilweise durch Wohnungen und Häuser gelaufen. Und ja, im Grunde genommen konnte man erstmal nur abwarten, bis die erste Welle vorbei war. Unsere Aufgabe ist es oder war es, dann die Schäden entsprechend einzudämmen. Wir haben die Straßen geräumt und haben natürlich die Keller ausgepumpt. Eine Anwohnerin beschreibt das extreme Wetterereignis wie folgt. Ja, es wurde ziemlich dunkel, aus der Nachbarortschaft herkommend. Und dann ging es eigentlich alles ganz schnell. Es fing an zu gewittern, wobei es eigentlich eher so ein Dauergrummeln war, das gar nicht aufgehört hat. Und ja, dann ging es los mit Regen, mit Hagel, Sturm. Der Wind fiel nicht senkrecht runter, der fiel waagerecht. Und ja, dann ging es eigentlich los. Nach der Katastrophe macht sich der kleine Ort nun ans Aufräumen. Und der kleine Borbach fließt wieder in seinem Bett, als wäre nichts gewesen.